Moin, liebe Freunde des Sports. Hier spricht wieder euer Philipp und ich habe heute die Nina mitgebracht. Nina ist eine Klientin von mir und mir ist mal so aufgefallen beim Durchgucken auf YouTube, dass ich ganz viele Videos immer finde für Männer, wo gezeigt wird, wie man seine Brustmuskulatur gut aufbaut, wie man möglichst dicke Oberarme bekommt oder, weiß ich nicht, so ja, torbreite Schultern oder so. Das machen wir heute nicht, sowas wollen Frauen nämlich nicht haben, nehme ich an. Richtig. Und ja, deshalb machen wir heute ein frauenspezifisches Training und wir werden sowas wahrscheinlich jetzt ein bisschen öfter machen, weil ich eigentlich auch Bock darauf habe, sowas auch ein bisschen für die Ladies zu machen, weil ich einfach finde, dass es da zu wenig professionelles Zeug auf YouTube gibt, wo halt gezeigt wird, worauf man achten muss, was es für Übungen gibt und so weiter. Und wir haben heute mal zwei Übungen für euch mitgebracht, die ihr perfekt zu Hause ausführen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist im Endeffekt eine Hantelbank und zwei kleine Kurzhanteln. Wenn ihr diese Hantelbank jetzt nicht zu Hause habt, dann könnt ihr natürlich auch alternativ die Couchkante nehmen oder so. Auch gar kein Problem. Und dann können wir mit der Übung anfangen. Für die erste Übung brauchen wir im Endeffekt, braucht ihr nur euch selber. Und ihr braucht ein bisschen Stabilität, ein bisschen Gleichgewicht. Und dann können wir mit der Übung auch schon anfangen. Sprich, Nina, die tut euch allererstes mal hier nach vorne, vor die Bank. Guten Schritt. Jetzt nimmst du deine Hände hier in die Hüfte rein. Schulter wird auf die nach hinten gerichtet. Hier bis oben. Jetzt gehst du mit einem schönen Ausfallschritt nach hinten raus, setzt dieses Bein hier oben auf und ziehst dein Knie hier rein. Boom. Okay, nochmal 5 Stück. 2, aufpassen mit dem Knie. Und hoch. 3. 4. Jawohl, und komm. 5. Okay, und stopp. Wie ihr gesehen habt, das war Variante Nummer 1. Um jetzt nochmal ganz kurz zu zeigen, worauf es wirklich ankommt, gehen wir mal kurz in die Position. Hände in Hüfte, jetzt hüpfst du nochmal einen Schritt nach hinten raus und beides einmal kurz hier. Wichtig ist nicht viel Folgendes. Knie ein bisschen hoch. Genau, dass ihr hier ungefähr einen rechten Winkel drin habt, dass, dass das Knie nicht signifikant großartig über die Fußspitze geht, dass ihr hier den Fersen auf dem Boden aufgestellt habt und aus der Position könnt ihr euch dann letztlich mit den Beinen hier hochdrücken, setzt das hier auf, auch da, aus dem Fersen drücken und dann hier ins Knie hochziehen. Zack. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich das Ganze auch mit einer Freundin machen oder mit einem Kumpel oder vielleicht habt ihr so wie Nina einen Trainer, dann könnt ihr es natürlich auch mit dem Trainer machen. Dann achtet ihr einfach mal darauf, dass ihr das Ganze vielleicht so ein bisschen mehr, ja, kardiomäßig ausführt. Sprich, ihr zieht nicht einfach nur das Knie hoch, sondern macht es wirklich so, dass ihr hier zurückgeht. Vielleicht habt ihr auch eine Pratze oder einen Boxsack, ihr zieht richtig das Knie hier vorne rein. Weil dann könnt ihr nämlich garantieren, dass die Herzfrequenz auch einfach ein bisschen nach oben geht und somit auch einfach der, ja, Fettstoffwechsel angekurbelt wird. Und das ist ja genau das, was die Frauen wollen. Weniger Fett, schlanker Rumpf, schlanke Beine, knackiger Po. Das ist Übung Nummer 1. Was wir jetzt auf dieser Übung auch noch machen können, ist eine Variation mit zwei Kurzhanteln. Das ist eine gute Sache, um einfach mal noch straffe Arme hinzuzufügen und der ganzen Sache noch so ein bisschen mehr eine Würze zu geben. Dafür haben wir zwei Hanteln mitgebracht, die sich Nina mal greift. Und jetzt beanspruchen wir hier in dem Bereich den Bizeps. Das ist dieses kleine Ding hier. Und was wir damit machen, zeigen wir euch. Im Endeffekt ist die Haltung oder die Stellung, die wir jetzt einnehmen, genau die gleiche wie gerade eben. Und dann fangen wir mal an. Also, ab geht's. Zack. Und ziehen hier noch die zwei Handtüren nach oben. Aufgeschrieben. Zack. Und das Knie rein. Boom. 1. Gleichzeitig die Handtüren nach oben. Und noch 1. Bisschen kräftiger. Zack. Und noch 1. Und noch 1. So. Super. Also, wie ihr gesehen habt, zwei ganz einfache Übungen, die ihr von zu Hause ausführen könnt. Mit der Kurzhantel, mit euch selber, mit vielleicht einer kleinen Hantelbank oder mit der Couch zu Hause. Und dann könnt ihr als erstes mal die Hände in die Hüfte nehmen, um diese Balance ein bisschen zu finden. Und als nächstes könnt ihr dann natürlich noch zwei Kurzhanteln hinzunehmen und nochmal richtig schön die Arme trainieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solche Videos haben wollt, liebe Frauen, dann teilt dieses Video doch einfach mal mit euren Freundinnen. Gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir mal unten in die Kommentare rein, was ihr noch haben wollt. Was interessiert euch noch? Welche Muskulatur wollt ihr trainieren? Was für Übungen interessieren euch? Wollt ihr was über Ernährung wissen? Oder Sport in der Schwangerschaft? Oder was weiß ich? Schreibt es mir einfach unten rein. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und Nina und ich konnten euch begeistern. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Philipp und Nina. Genau.